Дорогое собрание, я приветствую вас именем Иисуса Христа. Liebe Versammlung, ich begrüße euch alle in dem Namen Jesu Christi. Давайте скажем все вместе: слава Господу. Und jetzt genauso in Deutsch, lasst uns alle sagen: Preis sei dem Herrn. Halleluja. У нас сегодня такой знаменательный праздник. Wir haben heute so ein wunderbares Fest. Вознесение Иисуса Христа, Господа нашего. Die Himmelfahrt unseres Herrn Jesu Christi. Земная миссия Иисуса закончилась, и Он пошел к Своему Отцу. Die irdische Mission unseres Herrn ist zu Ende gegangen, und ist aufgefahren zum seinem Vater. Также у нас есть сегодня еще один праздник. Und genauso feiern wir heute noch ein Fest. Это День Отца. Das ist der Vatertag. Я вот сейчас братьям даже сказал, оно даже как будто подходит. Und ich habe jetzt den Brüdern gesagt, es scheint fast so, wie wenn das passen würde. Как хорошо, что Иисус Христос пошел к своему небесному Отцу. Wie schön ist es, dass Jesus Christus zu seinem himmlischen Vater gegangen ist. Какая славная была эта встреча. Was für eine herrliche Begegnung war das. У нас очень много отцов здесь в собрании. Wir haben hier sehr viele Väter hier in der Versammlung. И мы все знаем, что когда долго не видим своих сыновей, сердце наше как будто бы не на месте. Und wir alle wissen, wenn wir lange unsere Söhne nicht sehen, dann scheint es so, wie wenn unser Herz nicht am richtigen Ort ist. Вот сегодня с утра пережил нечто. Und heute Morgen habe ich etwas erlebt. Ну, мы собирались с семьей. Wir haben uns gesammelt mit der Familie. И вот я смотрю, там кто-то быстрее одевается, кто-то медленнее, как оно бывает в больших семьях. Und ich sehe so, jemand zieht sich schneller an, jemand etwas langsamer, so wie es vorkommt in großen Familien. И я говорю своему старшему сыну: пойдем помолимся. Und ich sage zu meinem älteren Sohn: komm, wir gehen beten. И мы пошли и начали молиться. Und wir sind gegangen und haben angefangen zu beten. И вот знаете, интересно, как будто по заказу. Und es, wisst ihr, interessant ist, es scheint so, wie wenn man das bestellt hätte. Следом начали приходить одним за одним. Второй, третий, четвертый, пятый кое-как. Жена и мы совершили семейную молитву. Und dann sind die anderen gefolgt. Der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte hat es kaum geschafft. Und dann ist noch die Frau hinzugekommen und wir haben das Familiengebet vollbracht. Но знаете, вознесение Иисуса Христа. Aber wisst ihr, die Himmelfahrt Jesu Christi. Это был великий знак для учеников. Das war ein großes Zeichen für die Jünger. Потому что в это время очень сильно укрепилось сердце их. Weil in dieser Zeit wurde sehr stark ihr Herz gefestigt. Прямо перед этим Иисус Христос отверз им ум к разумению Писания. Erst kurz davor hat Jesus Christus ihnen den Verstand für die Schrift geöffnet. И тогда они начали понимать: нету другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Аллилуйя. Und dann haben sie angefangen zu verstehen, dass den Menschen kein anderer Name unter den Himmeln gegeben ist, in dem man errettet werden kann. Halleluja. Знаете, мы многое можем знать. Wisst ihr, wir können vieles wissen. Но если нам не будет открыто, это будет всего лишь знание. Aber wenn das uns nicht offenbart sein wird, dann wird das nur ein Wissen sein. Но Бог позаботился о том, aber Gott hat dafür gesorgt, чтобы мы под действием Духа Святого проникли во всякие глубины Божьи. Dass wir durch das Wirken des Heiligen Geistes durchdringen in die Tiefen Gottes. И чтобы мы вникали в Слово Божие. Damit wir uns vertiefen in das Wort Gottes. И понимали, насколько важно вот эта жертва Иисуса Христа. Und verstehen, wie sehr doch wichtig ist dieses Opfer Jesu Christi. Это вознесение было великолепно. Und diese Himmelfahrt, sie war herrlich. Я буду читать. Это 24 глава от Луки, 44 стиха. Das ist Lukas Evangelium 24 von Vers 44.
и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, чтобы надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Er aber sagte ihnen: «Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht». Тогда отверз им ум к разумению Писаний. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день». Und sprach zu ihnen: «So steht es geschrieben, und so muss der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen». И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Вы же свидетели сему. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Дорогие братья и сестры, он сказал своим ученикам: «Вы же свидетели сему». Liebe Brüder und Schwestern, er aber sprach zu seinen Jüngern: «Ihr aber seid Zeugen hiervon». Неужели они всего этого не знали до того, когда Иисус им это сказал в данной ситуации? Haben sie etwa davor nicht das gewusst, was Jesus Christus ihnen in dieser Situation gesagt hatte? Они же и сами знали, что они это все видели. Und sie haben ja es selber gewusst, weil sie das ja alles gesehen haben. Вы знаете, как будто чего-то не хватало. Aber wisst ihr, es scheint so, wie wenn etwas nicht ausgereicht hätte. Это происходило в то время, das ist zu der Zeit geschehen, когда Иисус Христос вернул двух учеников, которые шли по дороге в Эммаус. Das war zu der Zeit, wo Jesus bei zwei Jüngern war, die gerade nach Emmaus gingen. Очень интересная история. Eine sehr interessante Geschichte. Прям в тот день воскресения Иисуса Христа эти два ученика покинули других. Und an dem Tag, wo Jesus Christus auferstanden ist von den Toten, haben diese zwei Jünger die anderen verlassen. И вот представляете, по дороге предстал им Господь. Und so stellt euch vor, auf dem Wege sind sie dann begegnet Jesus Christus. И начал у них интересоваться, о чем же они говорили. Und hat bei ihnen interessant nachgefragt, über was sie denn geredet haben. Неужели ты не знаешь, что произошло в Иерусалиме? Und sie antworteten: «Weißt du denn etwa nicht, was in Jerusalem geschehen ist?» И начали рассказывать подробно. Und haben angefangen, detailliert alles zu erzählen. Что был такой Иисус Назарей, которого распяли первосвященники. Dass es so einen Jesus von Nazareth gab, den die hohen Priester gekreuzigt haben. Вот интересно, дорогие братья и сестры, это было распятие непростое. Und interessant ist, Brüder und Schwestern, diese Kreuzigung war nicht so einfach. В то время это была, ну, понятная казнь, это была известная казнь. Und zur damaligen Zeit war das eine verständliche Strafe, und die man kannte. Но именно распятие Иисуса Христа было непростое. Aber genau die Kreuzigung von Jesus Christus, sie war nicht so einfach. Там было видно действие Божие. Dort wurde gesehen das Wirken Gottes. Вот представьте себя, в шестом часу стала темнота. Und stellt euch mal vor, zur sechsten Stunde ist es finster geworden. По их времени, на наше перевести, это было 12 часов дня, самое пекло. Und wenn man ihre Zeit in unsere Zeit überträgt, dann war das 12 Uhr mittags. Das war, wo es am heißesten am Tage ist. И вот Иисус Христос был распят с другими разбойниками. Und so dann wurde Jesus Christus gekreuzigt mit den anderen Verbrechern. И переносил вот эти страдания на кресте в пекло.
того, той местности. Он hat diese Leiden ertragen zu der hitzen Glut zur damaligen Zeit. Была кромешная темнота. Und dann ist eine Finsternis eingetreten. Я могу себе представить, что действование дьявольское и бесовское было ощутимо. Und ich kann mir vorstellen, dass die dämonische und satanische Einwirkung zu der Zeit war spürbar. Вокруг стояли вот эти изверги, которые надругались над Господом. Darum standen diese Soldaten, die sich lustig gemacht haben über Jesus. И вот через три часа und so nach drei Stunden Господь возопил, совершилось. Hat der Herr geschrien, es ist vollbracht. Вот вы представляете, земля поколебалась. Und so stellt euch vor, die Erde hat angefangen zu beben. Камни разошлись. Die Felsen sind gesprengt. И знаете, вот эта завеса в храме разорвалась. Und wisst ihr, dass der Vorhang im Tempel ist entzweigerissen. Какую казнь сопровождали такие знамения? Welche Strafe oder Kreuzigung haben schon solche Zeichen begleitet? И ученики это все видели. Und die Jünger haben das alles gesehen. И вот представляете? Und so stellt euch vor. Они все это видя. Sie sahen das alles. Переживая все чудеса и знамения, которые были до его распятия. Und sie haben miterlebt alle Zeichen und Wunder, die vor seiner Kreuzigung waren. Я могу себе представить, что у них начало появляться какое-то сомнение. Und ich kann mir vorstellen, dass bei ihnen ein gewisser Zweifel hochgekommen ist. Потому что Писание еще было для них закрыто. Weil die Schrift für sie noch verschlossen war. Вот. Они все это лицезрели. Sie haben das alles gesehen. Да, это был Господь. Ja, das war der Herr. Да, это был человек, силен перед Богом в слове и в деле. Ja, das war ein Mensch, der stark ist vor Gott im Wort und Tat. Но его сейчас нет, он умер. Aber ihn gibt es jetzt nicht mehr, ist gestorben. Я могу себе представить, что происходило у них внутри. Und ich kann mir vorstellen, was in ihrem Inneren geschehen ist. Ну что же дальше, что же делать? Was soll man denn weiter tun? Wie geht's weiter? Знаете, нам людям надо что-то такое уверенное, какое-то основание. Wisst ihr, wir Menschen, wir brauchen etwas, wo wir überzeugt sind, eine Grundlage. И вот через три дня, und so nach drei Tagen, когда ученики были вместе, wo die Jünger zusammen waren, прибежала одна из женщин, ist eine von den Frauen angekommen, и начала говорить о том, что гроб пустой, und hat davon berichtet, dass das Grab leer ist. И здесь вот забилась вот эта надежда. Und hier ist dann diese Hoffnung angefangen. Двое из учеников побежали и действительно увидели, что это правда. Und zwei von den Jüngern sind zum Grab gerannt und haben in der Tat gesehen, dass das die Wahrheit ist. Иисус воскрес. Jesus Christus ist auferstanden. Вы представляете, они понимают, Иисус Господь, Он живой. Und stellt euch mal vor, sie begreifen und verstehen, dass Jesus der Herr ist. Но физически они этого не ощущали всякое время. Aber physisch haben sie das zu jeder Zeit nicht verspürt. Веры не хватало, потому что Писание еще не было открыто для умов их. Der Glauben war noch nicht da oder hat nicht ausgereicht, weil das Verständnis für die Schrift war ihnen noch nicht geöffnet. И вот это все они рассказывают воскресшему Иисусу Христу. Und all das erzählen sie dem auferstandenen Jesus Christus. Но когда им открылось, что это Господь, он стал для них невидим. Aber als es ihnen offenbart worden ist, dass das der Herr ist, wurde vor ihnen unsichtbar. А когда он потом появился
ко всем ученикам, und als dann erschienen ist bei allen Jüngern, открыл ум к разумению Писания, hat ihnen den Verstand für die Schrift geöffnet, и повторил, как оно было написано уже давно, und hat wiederholt, wie es schon geschrieben stand schon lange Zeit, и насколько сие живо это слово, und wie sehr lebendig dieses Wort ist, и сказал, что вы будете ли свидетели. Und sprach zu ihnen, ihr werdet Zeugen hiervon sein. И дальше, 49 стиха. Und weiter von Vers 49. И я пошлю обетование Отца моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Господь позаботился о всем. Der Herr hat für alles Sorge getragen. От начала дней дела Господни совершенны. Von den Anfang der Tage sind die Werke des Herrn vollkommen. И вот оно подошло время, чтобы земная миссия Иисуса Христа подошла к концу. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo die irdische Mission von Jesus Christus zum Ende gekommen ist. 50. Стих. Und der Vers 50. И вывел их вон из города до Вифании, и поднял руки свои, благословил их. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien, und hob seine Hände auf und segnete sie. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Миссия Иисуса Христа просто он подчеркнул жирной линией. Die Mission von Jesus Christus wurde mit einem fetten Strich unterstrichen. И когда он возносился, поднял руки и начал благословлять учеников, то есть церковь. Und als er aufgefahren ist gen Himmel, erhob er seine Hände und hat angefangen zu segnen die Jünger, was die Gemeinde ist. Собрание святых. Die Versammlung der Heiligen. Людей, для кого открыто Слово Божие. Für Menschen, denen das Wort Gottes geöffnet ist. И апостол Павел уже потом, когда видя полную картину событий через Откровение. Und Apostel Paulus, als er schon das ganze Bild durch eine Offenbarung gesehen hatte, говоря о Церкви Божией, und wenn dann redet über die Gemeinde Gottes, говорил, что это великое благочестие тайна, dann sagte das ist eine große gottesfürchtige Geheimnis. Бог явился во плоти. Gott ist erschienen im Fleisch. Оправдал себя в духе. Und hat ist gerechtfertigt worden im Geist. Показал себя ангелом. Er ist erschienen den Engeln. Был проповедан в народах. Wurde verkündigt unter den Völkern. В мире принят верою. Und in der Welt aufgenommen worden im Glauben. И вознесся во славе. Halleluja. Und ist aufgefahren in Herrlichkeit. Halleluja. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью, написано в 52 стихе. Und im Vers 52 steht geschrieben, und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Они уже радовались, как начинающее, развивающееся тело Иисуса Христа на земле. Sie haben sich schon gefreut wie eine anfangend wachsender Leib Jesu Christi hier auf Erden. Радость их была совершенна. Ihre Freude, sie war vollkommen. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Вот такую радость принес Иисус Христос через свое вознесение Церкви Бога Живого. Und so eine Freude
hat Jesus Christus seiner Gemeinde gebracht durch seine Himmelfahrt zu dem lebendigen Gott. И наша надежда не тщетна. Und unsere Hoffnung ist nicht umsonst. Наш Бог живой. Unser Gott, er lebt. А мы в этот праздничный день встанем на ноги и воздадим ему хвалу. Und wir werden an diesem festlichen Tag aufstehen und ihm das Lob geben. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь.